Minecraft Monday. Und da sind wir zurück bei Minecraft Monday. So, neuer Montag, neues Glück. So, beim letzten Mal haben wir hier... Da war wir jetzt schon. Wir haben uns hier rumgekümmert. Und werden also heute hier so ein bisschen unser Tiergehege abstecken. Indem wir uns dann Amerikaner halten. Wir wollten beim letzten Mal, sind wir am Ende nicht mehr zugekommen, wollten wir über Edward Snowden noch ein paar Wörter verlieren. Lieber Lukas, sag mal, was hältst du denn eigentlich jetzt von der ganzen Geschichte? Da hat er jetzt dann ausgeplaudert, dass die Amis wohl Europa schon seit längerer Zeit bespitzeln. Jetzt streiten sich halt die Leute, ob es einfach nur ein großer Verrat war oder ob er jetzt einfach ein Held ist. Ich frage mich, wieso er überhaupt dort weggegangen ist. Also aus welchem Grund? Was er vielleicht gesehen hat oder... Vielleicht konnte er einfach nicht mehr mit dieser Lüge leben. Und dann kam er jetzt auch noch vor... Also, naja, wenn das ausgestrahlt wird, ist es vor 2-3 Wochen raus, dass auch noch der Briefverkehr ja auch überwacht wird, an wer an wen Briefe schickt. Was also ich finde es eigentlich schon krass, ne? Die Ami-Stasi. Die überwachen jeden Scheiß, den du machst. Weil die gehen ja potenziell dann davon aus, dass wir alle Terroristen sind. Aber was ich mich wirklich frage, wenn sie wirklich so viel überwachen, wie kann es dann sein, dass noch so viel illegal heruntergeladen wird und das nicht erwischt wird? Weil die darauf keinen Wert legen, weil das denen egal ist. Ja, aber wenn du einmal überwacht wirst und machst dann sowas nebenbei, dann... Ja. So, wir brauchen natürlich Zauntore dann noch irgendwann, aber ich will gerade erstmal nur so grob... Ich weiß nicht, was haben wir denn dann alles? Wir haben dann Schafe, Kühe, Schweine für Hunde und Hühner. Mit Hühnern werden wir wahrscheinlich eh so ein Hühner-Scheiß-Eier-Dings-Automat machen. Und zwar werden wir dann wahrscheinlich ja, die Eier farmen. Wir haben ja selber nicht die genug. Eier kraulen? Nein, das von ist den Hühnern? Nee, hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Oh. So, warte, ich muss jetzt nochmal überlegen. Also, wir haben... Was haben wir? Wo können wir denn was hin tun? Wie meinst du? Naja, wo können wir Schweine hin tun? Was brauchen den meisten Platz? Oder können wir hier 4 Gehege draus machen? Weil dann können wir vielleicht noch irgendwas anderes halten, Hunde oder so. So wären es 4 Gehege. Hm. Mir kam gerade so die Idee, ich könnte auch Flames auf mich ziehen. Nämlich sage ich schon mir eine Xbox One. Aber das wow, du. Ja, wollen wir wetten, deine Abonnenten. Du böser Mensch, du holst dir eine Konsole, die nicht. Ja, die. Nicht nur. Du holst dir eine Medienkonsole. So. Männlich. Was ist daran so schlimm? Weiß ich nicht. Deine Abonnenten könnten jetzt abgehen wieder. Du kaufst Nick von Sony. Die kennen bestimmt von Sony ja nur die PlayStation. Was stellt denn Sony nachher? COD! Guck mal, daneben ist das Rezept, wie man einen Bogen macht. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Wo? Da. Da. Ach, hier. Tatsache. Ja. Da. Cool, sehe ich auch jetzt erst. War mir vorher egal. Und daneben sind auch noch irgendwo Rezepte, oder? Kann das sein? Da links daneben. Das ist kein richtiges Rezept, glaube ich. So. 3 und 4 und 5 und 4. Nein. Beherrschung. Contenance. Das Lied, das ist doch wunderbar. Da denke ich sofort an Schneewittchen. Ich habe deine Videos nicht geguckt. Ja, du holst dir die PS4, ne? Glaube ich. Ich weiß es noch nicht. Ich hole es mir auf jeden Fall später. Ich weiß gar nicht, vielleicht hole ich mir auch beide. Oho. Das wäre ja mal auch lustig. Wo mach ich das Tor von dort drüben? Mach ich das hier oder hier? Dann könnte ich ja auch mit dem Tobias spielen. Jetzt mal ohne Witz, wo mach ich das Tor? Ich muss erstmal gerade...
Wenn du dir beides holst, wärst du natürlich voll krass drauf. Da guckt dann deine Xbox deine PS4 an. Über Kinect. Stimmt. Und andersrum. Ja. Nee, jetzt mal ohne Witz, soll ich jetzt das Tor, was hier reinführt, soll ich das da drüben hin machen oder hier? Wenn du es hier hin machst, ist es vielleicht sicherer, dass nicht, falls irgendwas rausläuft, sich das vermischt. Die Musik passt so zum Bauen, ne? Die Blätter, sie säuseln im Wind. Ist mir aber auch scheißegal. So, weil, wie macht man hier den Aufstieg? Können wir den mit Treppen machen? Können wir. Es müsste gehen. Boah, du Gangster hast eine Treppe gemacht. Nicht nur eine, ich bin ein ganz harter. Würde man hier reinkommen, könnte dir ein Hallo sagen und könnte wieder gehen. Also hier vorne kommen jetzt keine rein, ne? Oder? Doch. Nein, hier vorne kommt auch was rein. Wäre natürlich jetzt besser, wenn es Nacht wäre. Dann könnte ich sogar einschätzen, warum ich jetzt hier Fackeln hinsetze. Weil so aktuell, naja, wird schon irgendwas bringen. So, hier mal noch eine hin. Wir haben sogar Freilufttierhaltung, wir sind voll sozial. Das müssen wir ändern, gefällt mir nicht. Bau mal ein Dach drüber. Jetzt ist unsere... Außer die Hühner, die werden dann nicht artgerecht gehalten, die kommen in der Zuchtstation. Die Hühner kommen wirklich, die kommen in Glasbehälter. Die kommen ins Glas. Hühner im Glas. Schatz, was möchtest du zum Frühstück? Huhn aus dem Glas. Brot aus der Dose. Das ist cool. Hatten wir die Musik nicht irgendwie schon? Ja, möglich. Du hast ja auf Zufallswiedergabe. Ja, ja, Fuba ist eigentlich über Zufall gesteuert, aber naja. Fuba. Fuba, so heißt das Programm, womit ich die ganzen Musik-Kack-Dings wiedergebe. Die Dingens brauchen wir nicht mehr, die Ho. Brauchst du die Ho nicht mehr, nimmst du dir und packst deine Kiste. Ho heißt übersetzt Ho? Hm? Warum Ho? Ja, anders geschrieben, mit E-O, glaube ich. Oder mit O-E. Nein, auf jeden Fall hat das, also eine Ho ist eine Biatch. Ich dachte, Schlampe ist das, was mit W anfängt und mit Hor aufhört. Was? Geht auch. W-H-O-R-E. Die Amis sind verrückt, die haben viele Worte für Schlampe. Oder du schreibst einfach Bitch. Ja, eben. Oder Biatch. Biatch. Biatch, oh. Steckt da aber los. Oder es gibt noch das Wort mit S. Ja, das heißt ja, wie wir alle kennen, also ist ja auch sehr offensichtlich, nämlich nennt sich das Ganze dann Sickersaftfilter. Ja, etwa nicht, oder was? Willst du mir etwa erzählen, dass das nicht stimmt? Willst du mich etwa verbessern? Sickersaftfilter. Sickersaftfilter. Orangen-Marmeladen-Verschluss, Drehdeckel. Dingens. So, wir gehen Schweine suchen. Gibt's hier Schweine? Du Schwein! Ich weiß, dass ich stresse. Nein. Fast nicht gemeint. Oh. Aber wir haben ja eigentlich voll die coole Gegend erwischt. Eigentlich. Vom Ding her. Warte, jetzt kommt gleich wieder ein Dorf irgendwo. Wollen wir wetten? Au. Au. Das war die Strafe. Boah, wenn ich jetzt so eine Möhre in der Hand habe, Moment. So. Jetzt hast du wieder bessere Augen. Hier waren ja Hühner. Aber wir wollten gerade keine Hühner. Wir wollten Schweine. Cool wäre es, wenn es in Minecraft so die Aufhebfunktion gibt. Das heißt, dass du Hühner so in die Hand nehmen kannst. Und dann rumtragen. Gibt's eine Mod für. Gibt für alles eine Mod. Schweine rumtragen. Brauchst dann halt einen Haltegriff. Ah, hier hinten ist ein Sumpfgebiet. Magnet. Bin. Ja, wir haben ja auch mal nach einer Hexe gesucht. Oh ne, es wird dunkel. Wir müssen das am Tag machen. Und dann laufen wir vielleicht mal in eine andere Richtung. Oh. Ja, aber irgendwo müssen wir ja Schweine herkriegen. Na geil, wie komme ich jetzt hier?
Ich glaube, entweder haben wir hier zugebaut. Ist das ein Schwein? Das ist ein Creeper. Alter, willst du mich verarschen? Was wir mal finden, ne? Markier das mal irgendwie. Miau. Das, was neben ihm wabbelt, macht ihn geil. Also, wie... Nein, das kann ich. Den Namen kann ich jetzt nicht nennen. Ja. Du kannst dir denken. Ob der zuguckt? Nee. Und ich glaube, der guckt nur minder bemittelte Let's Plays. Wenn überhaupt Let's Plays. Was sind Let's Plays? Lass uns spielen. Der guckt dir auf anderen Webseiten. You play Porn. Wo man mitmachen kann über Klicks. Ja, ist ja sonst langweilig, ne? Oder er guckt eben andere YouTuber, die voll sozial sind. Mhm. Also. Gib mir ein I, gib mir ein L, gib mir ein Low. Oh, oh nein, ich hab nichts gesagt. Den meinte ich eigentlich nicht. Ich meinte noch die wesentlich vielen anderen. Wie gefällt das hier nicht? Ich möchte. Warum rennst du jetzt da runter? Da sind ganz viele. Ich bin noch 5 Stück. Geh ins Haus, geh ins Haus, geh ins Haus. Mach die Tür zu, mach die Tür. Was geht denn da draußen ab? Wie viele sind das? Viele. Wir brauchen einen Balkon, ich merk schon. Wir können sonst nicht so gut spannen. Oh. Ja, jetzt habe ich aus Versehen meine 2 Eier in der Hand. Wie sind die denn da hingekommen? Na, hoppala. Mensch. Sauerei. Das hättest du auch wesentlich besser ausdrücken können. Nee. Nee. Ja, ja. So, sind die 1. 2, 3, 4, 5. Schnell. Scheiße. Nimm doch den Hinterausgang. Der kommt dahin. Oh. Geh von unseren Blumen weg. Ja, das Doofe ist, ich komme jetzt hier nicht raus, ne? Der befruchtet die. Die stacheln ihn an. Aber sexy ist er schon. Alter, ich kann hier jetzt nicht rausgehen. Bastel ein Schild und stell's hin, füttern verboten. Kommt der hierher? Ja. Geh! Geh zu deinem Freund! Oh. Mann, hier sieht man nichts. Alter, wie viele laufen denn da noch rum? Kann es sein, dass irgendwo ein Spawn ist, oder? Nee, glaube ich nicht. Guck, ich bin schon im Bett. Unser Haus ist genial gebaut mit einem Ausgang. Ja, weil... Jetzt hinter mir. Zbumm. Okay, mach mal ein bisschen Creeper-Jagd. Na komm mit. Jetzt kommt einer von hinten. Ah, das ist gut an Rückstoß. Guck mal, wie weit es den weghaut. Da unten ist einer kurz vorm Platzen oder blinkt der gerade nur so aus Spaß? Der ist gerade. Oh. Haha, 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 haha. Ich will aufpassen, links. Den kann ich im Wasser platt machen. Nein! Komm ins Wasser. Spiel mit mir. Wasser haben die keine Wirkung. Ach so. Im Wasser ist es mir scheißegal. So, wir haben Möhren dabei.
Und damit können wir Schweine. Und ich verstehe gar nicht, warum haben wir eigentlich. Warum macht man Schweine mit Möhren zahm? Kingdom Hearts Musik. Entschuldigung. Das fällt ihm auf, dem Jungen. Ja, ordentlicher Mensch. Solange du nicht hier so Call of Duty nee. Multiplayer. Nee, die Musik passt hier voll nicht rein. Also Hühner haben wir hier. Die haben hier ihr Spaßbad. Aber ich suche ja Schweinis. Ihr Spaßbad. Ihr Spastenbad. Ich habe natürlich wieder gar nicht geguckt, wann die Aufnahme angefangen hat. Ich auch nicht. Das machen wir mal erst bei der letzten Aufnahme oder so. Ja. Ach, weißt du. Wenn das hier so rumliegt, ne? Können wir das auch mitnehmen. So, kann mir irgendjemand sagen, wo ich hier fucking Schweine finde? Kannst du pfeifen nach den Schweinen? Ne, vor allem auf dem Weg zu den ganzen NPC-Dörfern, was wir da für Schweineherden hatten. Ach warte, wir finden gleich wieder ein Dorf. Ja. Wir hätten auch einen Sattel mitnehmen können, da hätten wir auf dem ersten Schwein nach Hause reiten können. Ich geh mal hier rüber. Hier sind Wölfe auf jeden Fall schon mal. Ja, die kann man dann mit Karnochen. Ich glaube, da war Eisen. Wenn du brauchst, rechts. Jetzt rüberwärts, rechts, gucken, rechts. Ja, können wir uns auf dem Rückweg gleich holen. Ich will nur gerade erstmal hier gucken, ob wir hier irgendwo Schweine finden. Oder halt mal so gucken. Gucken. Erstmal gucken, ob es ein Dings ist, gerne eine Schlucht oder so. So, dann gucken wir mal, vielleicht sind hier irgendwo Schweinelies. Da rechts, oder? Aber nee, das ist ein Schaf. Ja, natürlich hab. Nein! Wenn ich jetzt hier weitergehe und jetzt gleich ein NPC-Dorf kommt. Das geht nicht. Hier war noch nie ein NPC-Dorf. Das hätten wir mitgekriegt. Wenn jetzt hier irgendwo hinter diesem Berg. Guck am, ja, genau. Geh erstmal auf den Berg. Das. Alter, was ist hier mit den Hühnern los? Überpopulation. Jede Woche hier was Neues. Also ich fände das jetzt uncool. Mittlerweile, das, was ist denn dann schon ein NPC-Dorf? Oder vielleicht wurden die zu Ehren unserer Behausung... So nah an uns. Wir sind ihre Götter. Cool wäre es, wenn es noch Nomaden oder so gibt, die hin und her ziehen. Alter. Diese Landschaft, ne? Okay, die Schweine haben wir gefunden. Alter, wie geil ist das hier? Hier kann es sein, kann es nicht sein, dass hier irgendwo in der Nähe der einzelne Turm. Erstmal sind hier Schweine, das ist ja schon mal wichtig. Alter, wie krass. Ist da eine Schlucht? Das wäre richtig Hammer. Alter. Du. Hau ab. Oh, ich brauch's zu futtern. Okay, wir haben ja auf jeden Fall Schweine. Ist die Frage, wie bekommen wir die über den Berg? Die Gräser wackeln wie bei Pokémon. Ich gucke hier gerade mal noch ein bisschen rum. Wo ist die Sonne da drüben? Okay. Na dann, Schweinis. Was ist denn das da hinten? Da unten im Wasser. Ah, nur Sand. Okay. Hat sich, glaube ich, erledigt. Alter. Wir müssen irgendwann mal nach hier ausbauen. So, ihr kommt natürlich gleich mit. So 4-5 Stück reichen ja. Wir können die ja locker vermehren. So 4-5 reichen ja. Wir können die ja dann locker vermehren. Alter. Die vermehren sich schon. Halt nicht hier runter. So. Guckt mal.
Du guck. Guck! Ihr zwei guckt! Ja, der hat uns unwichtig. Hallo. Schweine sind dumme Tiere. Ach, und du kommst schon von dort? Boah, weißt du, was ich glaube ich mal mache? Warum gehen wir nicht einfach außen rum? Weil ich glaube, das dauert zu lang. Naja. Aber so haben wir sichere Schweine. Viele Schweine. Hm, ich bin das Erste. Kommt das her? Na hier, du bist jetzt in eine Herde wieder gelaufen, der Kleine. Das hat ein 360 gemacht. Hallo? Ich bin was Besonderes, ich habe eine Möhre. Und da ging er mit seinen Schweinen. Das ist auf jeden Fall das Thumbnail für die heutige Folge. Kommt hier gleich eine ganz tiefe Schlucht. Wie viel sind's? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr geil. Gut. Tobias und die 6 kleinen Schweinchen. Sollen das wie so in Reihe und Glied laufen? Aber die Kürbisse verunsichern mich. Weil ohne Witz, was, wenn jetzt hier ein NPC-Dorf ist? Aber was? Aber weil du gesagt hast, die gucken immer in Richtung von einem NPC-Dorf, ne? Nee, glaube ich nicht. Weil dann die gucken in drei Richtungen. Oh. Da waren's weniger. Hallo. Ich hab ne Möhre. Hey du, ich hab ne Möhre. Jetzt fehlen die da hinten uns natürlich. Wir müssen uns beeilen. Hallo, ich habe eine Möhre, ich bin was Tolles. Da sind sie wieder vollzählig. Wo ging's nach Hause? Da hinten, ne? Da, wo unser Haus wohnt. Das finde ich sehr hilfreich. Bitte mach eine Anleitung in Form eines Navigationssystems. Folgen Sie einem Meter der Straße. Jetzt ist Nacht, jetzt seht ihr mich nicht mehr, oder was? Passiert denn, werden die Schweine eigentlich aggressiv, wenn du die Möhre vor ihren Augen isst? Nee. Das wäre cool. Was sollen die Schweine machen? Mich boxen oder was? Ja klar, die bekommen dann rot. Die fangen dann auch an, auf zwei Beinen zu laufen. Au. Noch da hinten, ne? Guck mal nach, ob sie noch folgen. Alter. Das wird eine bombige Nacht. Die standen aufeinander. Tja, die vermehren sich halt schon. Hallo, hallo. Wo war unser Zuhause? Einen Kompass hast du natürlich nicht mit, ne? OP. Ich krieg ja die Schweine schon gar nicht mit. Hey, Kollege. Ich hab ne Möhre. Ey, ich hab Möhre. Ich hab 20 Jungfrauen, mach ich dich Experience. Nein, 72 Jungfrauen. Hab ich gesagt. Nein, 20. Nein, ich hab 72. Du hast 20 gesagt. Ich weiß, dass ich das gesagt habe, ist mir egal. Hier war da. War ja nicht das Eisen. Was steht denn da? Guck nochmal nach links. Links, links. Nee. Was steht da? Achso. Das ist ja komisch. Hier war doch das. War ja nicht das Eisen, von dem du sprachst? Irgendwo. Schwimmen die Schweine mit? Hättest du einen Sattel mitgenommen und eine Angel, hätten wir ein Schwein auf. Du weißt schon. Hätten wir ein Schwein. Jetzt haben wir halt nur noch drei Schweine, aber das ist jetzt egal. Weil ich möchte jetzt nicht zurückgehen. Wir werden jetzt gerade. Wir werden jetzt gleich genug Probleme bekommen. Hallo, drittes Schwein. Magst du mich nicht? Den Hund, dann haben wir was zur Verteidigung. Aber naja, wir haben nur einen Knochen, also kannst du davon ausgehen, das wird nichts. Oh. Helf uns. Schweinis. Kommt her, ihr versorten Schweine.
Hallo. Es gibt ja gerade. Nein, nein, ich darf nicht weiterdenken. Nein. Das sah gerade komisch aus. Ist egal. Hauptsache die Schweine leben noch. Der Hund lebt auch noch. Wie viel hält der aus? Genug. Ich habe mir das leichter vorgestellt. Ach nee. Oh. Schweinis. Das eine Schwein macht immer eine 360. Schweinis. Schweinsteigers. Haben wir jetzt nicht. Ich habe gedacht, wir haben vielleicht neue Knochen. Wir brauchen nur die scheiß drei Schweine, aber wo geht's nach Hause? Link, nein, ja. Ja. Na. Da, ja. Aber hier ist die Messerküste. Die Messerküste. Ein Gesicht. Achso, der hat einen Helm auf. Jetzt schießt er am Akkord oder was? Ach, der. Bist du meiner? Ja. Schweinis! Die haben so schöne blaue Augen. Oh. Hm, war klar. Danke. Was willst du jetzt? Ein Schuh. Gib dem einen Hund doch noch den Knochen da, der da jetzt noch mitsteht. Vielleicht klappt's wieder. Nee, klappt nicht zweimal. Ja. Schweinis! Komm, ich brauch euch! Komm, ich brauch euch auch. Und dich brauch ich auch. Und dich brauch ich auch. Zerfleisch ihn! Danke. Räuberleiter, unter Schwein. Oh. Wieso kam da gerade auf einmal noch einer? Weil das kann. Hallo, wo ist euer. Wo ist das dritte Schwein? Das stand damit. Ja, ne? Musik ist perfekt. Da waren wir. Ja, ja. Da, wo die Creeper sind, sind wir zu Hause. Das Doofe ist, ich glaube, das stimmt sogar. Ja, ist eine ganz schöne Baumallee, kann das sein? Stehen alle so in Reihe um Glied, die Bäume. Du sagst heute sehr oft Glied. Gliederung. Ah. Mitglied. Ohne Glied. Der da hinten wollte auch ein Mitglied sein. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß auch, dass wir jetzt gleich zu Hause sind. Was gibt's noch mit? Eingliederung. Okay, die Schweine sind definitiv schlauer als ich. Gliedmaß. Nein. Pedobär. Der kriegt's aber hin. Danke. Wenn irgendjemand mal fragt, warum wir so viel Dellen in der Map haben. Schweini. Wo sind deine Freunde? Hier, Freunde. Eine Möhre. Wo ist das da oben? Ist das hier mit? Ja. Zu Hause. Wie soll ich hier langkommen? Jetzt müssten sie sterben. Das wäre doof. Kurz vorm Haus. Es sind noch 20 Meter, Tobias. 10. 5. Der läuft mit. 4. Schweinis, beeilt euch. 3.
Natürlich. Schwein, es hört auf mich. Wo ist das dritte? Ist das draufgegangen? Nein. Ehrlich gesagt ist mir das jetzt auch egal. Ihr seid so bekloppt. Schwein. Mit der Musik können wir jetzt sagen, es wurde eine lange Nacht. Alter! Bumst ihr oder was? Ja, der Hund like a Boss. Da gehst du durch. Glaub's auch. Und das Doofe ist, wir haben noch ein Tor. Hallo. Die müssen wir jetzt erstmal sofort vermehren. Komm, du bist Erster. Ja, ja. Kannst du die nochmal vermehren? Nee, den noch nicht. Ich meine die Großen. Die kann ich dann nochmal vermehren nach einer Zeit, ja. Die sind jetzt erstmal fertig, die wollen jetzt nicht mehr. Und es wird... Der Phantomkopf. Das ist der neue Block in Minecraft. Wo ist denn das? Wautz. Obwohl, die Hunde können das kleine Ding hier rechts. Komm mal mit, Kollege. Komm mit. Brutus. Komm her. Ja. Aber Hunde haben wir ja genug. Hä? Wer schießt? Oh. Naja. Ach, es ist schon wieder Tag. Und da haben wir wieder durchgemacht, wir Schweine. Ein Blinder. So, gut. Wollen wir wetten, wären wir in die andere Richtung gegangen, gell? Wir haben bestimmt gleich Schweine gekommen. Ja, genau so wird's sein. Naja. Mädels, in diesem Sinne... Soll es das erstmal für die heutige Ausgabe des Minecraft Mondays gewesen sein. Und ja, nehmen wir es hin. In dem Sinne, spawnt der da einfach. Nee, ja, ich bin auf jeden Fall erstmal raus, Lukas auch. Wir hören uns dann nächsten Montag wieder, wenn es heißt Minecraft Monday. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Tüdelü.